Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Wir haben im letzten Part den Maskentempel abgeschlossen mit einem der wohl einfachsten Bosse mal wieder. Die Bosse werden echt leichter, je weiter man im Spiel voranschreitet, und das nicht, weil ich mehr Herzen habe, sondern weil sie mir einfach viel weniger Schaden machen. Keine Ahnung, vielleicht werde ich besser oder schlechter im Spiel, ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls mich ein bisschen umgeguckt, wollte mich eigentlich auf den Weg zu dieser Höhle hier begeben, um nachzugucken, ob dort ein neuer NPC sich drinnen befindet. Und ja, da befindet sich einer. Vorhin hinweg schon mal gespoilert. Ich bin hier nochmal vorbeigekommen, an dem Ort, wo wir mit Marin ja die Wellen beobachtet haben. Und dort hat mein Muschelsensor ausgeschlagen. Und ja, hier befindet sich eine weitere Zaubermuschel. Sehr schön, damit haben wir schon 39, und die werden wir heute zwar nicht vervollständigen, die ganzen 50 Stück, aber wir werden ein Gutes tun, heute wieder ein bisschen hier voranzukommen mit den Zaubermuscheln. Hi, wer bist du? Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf X oder Y gelegt hast. Drücke zum Tausch X oder Y, wenn du nicht tauschen möchtest, drücke B. Okay. Na gut, war ja nur ein Angebot. Was kann man mit dem Typen tauschen? Ich speichere mal ganz kurz, Leute. Und ich würde dann einfach mal die Schaufel hertauschen, um zu gucken, was das Meer denn angespült hat. Also, hier, nimm meine Schaufel. Gut gebongt. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du dein Item zurückhaben willst. Ah, da finden wir also den Boomerang. Für das, was du in der Hand hattest, hast du nun einen wertvollen Boomerang bekommen. Der ist hier unten in dem Eck jetzt. Wirf ihn, wie du willst. Er kommt immer wieder zurück. Kann ich den auch irgendwie fix bekommen? Das ist gerade so meine Frage. Ich glaube, den kann man auch irgendwie fix bekommen. Ich weiß nur nicht, was ich den Kollegen hier tauschen soll, damit ich das hundertprozentig bekomme. Also ich gebe dir... Du kannst die Schaufel zurückhaben. Was sagst du? 300 Rubine? Ich meine, ich habe im Dungeon 300 Rubine gefunden, also... Dann nimm sie. Frage beantwortet. Muss ich sie ja gar nicht meiner Community stellen. Du hast die Schaufel zurück. Jetzt kannst du mir die Insel umgraben. Habe ich beides? Ich habe beides. Haha. Bitte wirf meinen Boomerang nicht weg. Moment, dafür ist er ja da. Alles klar. Sehr cool. Hat sich gelohnt, hier vorbeizugucken. Dementsprechend kann ich die Markierung entfernen. Dann würde ich sagen, gehen wir zurück ins Möwendorf. Denn dort sollte es ja, ne, wir haben einen neuen Dungeon geschafft, wieder etwas beim Kranspiel geben. Eine neue Mario-Figur. Mal gucken, was es dieses Mal sein wird, was wir dieses Mal so Schönes im Dorf aufstellen dürfen. Da fehlen ja auch gar nicht mehr so viele. Und ja, dann geht's ins Zoodorf. Dort können wir nämlich zwei Muscheln, glaube ich, bekommen. Deswegen die peile ich als nächstes an. Da habe ich mich auch schon offscreen gerade umgeguckt. Da ist ein neuer NPC aufgetaucht. Und im Haus von Dame, der wir den Hibiskus geben mussten, die uns ja dann den Brief für Herrn Wright gegeben hat, von Prinzessin Peach, die habe ich gerade schon angesprochen. Und die gibt mir einfach so eine Zaubermuschel. Jetzt durfte ich den ganzen Dungeon seit dem letzten Mal, seitdem ich gespeichert habe, nochmal spielen. Weil ich will euch das natürlich zeigen. Und ich konnte das leider nicht mehr in dem Moment zurücksetzen. Das bedeutet... Ja, das lief nicht so gut. Aber hey. Du hast nichts Neues? Na, dann bleib mal auf deiner Ware sitzen. Den Kammerstein kann ich dir leider nicht abkaufen. Aber eines Tages werde ich kommen und ihn dir abkaufen, mein Freund. Eines Tages. Ah, guck, eine Shy Guy-Figur also. Und die liegt sogar an einer recht akzeptablen Stelle. Die sollte ich eigentlich hoffentlich im First Try bekommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, die sitzt fest. Die fällt da nicht mehr raus, hoffentlich.
wenn man vom Teufel spricht. Wenn man vom Teufel spricht. Da verarscht mich dieser Scheiß-Shy-Guy einfach wieder. Dieses Haus hier ist einfach die größte Schwindelbude des Universums. Und sie bleibt ihren Namen treu. Ja, ja, da kannst du blöd lachen. Da kannst du blöd lachen. Ich meine, du verdienst ja hier mit mir. Aber jetzt habe ich den Shy Guy. Wehe, der fällt da raus. Dankeschön. Meine Güte. Nee, nee, das reicht. Yay! Eine Shy Guy-Figur! Frag bloß nicht, was sich unter der Maske verbirgt. Alles klar. Werde ich nicht. Ich gehe noch mal ganz kurz rein. Vielleicht hat er ja noch was. Nee, okay. Ich habe auch gerade gesehen, uns fehlen nur noch 3 Rubine bis zu den 666. Lass uns mal ganz kurz Satan beschwören. 1. 2. 3. Sehr schön. Das ist doch eine tolle Rubinanzahl. Okay. Einmal hier rein. Ich glaube, die konnten wir bei Tarin aufstellen, die Shy Guy-Figur. Der ist immer noch nicht zu Hause. Nee, hier war der Smash Bros-Kämpfer. Mann, merkt ihr das Ultra? Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht nochmal hier mit den Leuten reden sollten, denn... Ja, wie ich es mir dachte, hier gibt es auch noch etwas. Und zwar eine Zaubermuschel. Und hier kann man tatsächlich buddeln. Das wusste ich gar nicht. Ist die einfach hier irgendwo verbuddelt oder... Tatsächlich. Da hat einfach jemand eine Zaubermuschel versteckt. Yay. Sehr schön. Alles klar. Dann... ja, nee, hier konnten wir nur Komet reinstellen. Dann muss das oben gewesen sein. Dann muss das oben bei Papa gewesen sein. Oh, er hat den coolsten Namen. Es ist einfach Papa. Ach, schön. Na, sieh an, ich habe euch beiden eine Shy Guy-Figur mitgebracht. Da gehört aber ein Pokey hin. Aber hier. Ein Shy Guy. Ja. Die Maske hat Löcher für die Augen, aber warum sieht man nichts darin? Merkwürdig. Okay. Sehr schön. Ja, langsam aber sicher nähern wir uns den 100%. Ich möchte auch nochmal ins Angelspiel gucken. Ich meine, ne, wir haben den mittleren Köder. Das heißt aber noch lange nicht, dass wir den schweren Köder haben. Und da leuchtet es sogar. Möchtest du eine Runde angeln? 10 Rubine pro Versuch. Auf geht's. Mit dem mittleren Köder natürlich. Halte fein A gedrückt, ich weiß, wie es funktioniert. Tatsächlich. Da ist ein Blooper dazu gekommen. Na, dann gucken wir mal, ob ich den erwischen kann. Ich wüsste nicht wie. Ah, er hat angebissen. Alter, was ist mit dem los? Der ist ja richtig krank drauf. Der ist richtig... Ja, Vorsicht, Vorsicht. Das Seil, Leute. Ich hätte den eigentlich schon gerne. Wir müssen einfach drücken. Und wenn das Seil wie krass vibriert, dann nicht mehr drücken. Ja, aber ich krieg den... mein Controller flippt komplett aus gerade. Sobald mein Controller ausflippt, aufhören irgendwas zu drücken. Aber den kriege ich. Nein. Nein, 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 nein. Blooper, blooper, blooper. Komm her. Wenn du zu mir kommst, wirst du ein neuer Smash Bros. Kämpfer. Ich versprech's dir. Rudi, nein. Oh, der ist entwischt. Ja, ich will weiter angeln. Shit, das war dumm. Ja, das funktioniert nicht.
Ach Mann, jetzt guckt euch den an, wie weit er jetzt weg ist. Blooper? Blooper? Toll. Der ist weg. Als ob. Ich war doch so gut dabei. Das ist doch lächerlich. Na komm, den kriege ich aber easy. Ja, bei dem hast du auch nicht gesehen, wann bei dem irgendwie das Seil... Oh, das wird lustig, den zu angeln. Das wird richtig lustig. Das sehe ich jetzt schon. Blooper-Angelspaß für die ganze Familie. Komm, wir hören mal auf. Da leuchtet's. Ich weiß nicht, warum es da leuchtet. Könnt ihr irgendwas machen? Komm, wir spielen noch eine Runde. Mit dem mittleren Köder natürlich. Okay, der Blooper ist wieder da. Das ist gut. Nein, nix für dich, Fischi. Als ob das den Blooper nicht angelockt hat. Das ist so frustrierend. Hier, Bloopy. Bloopy, Bloopy, Bloopy. Guck ihn dir an. Den ekelhaften! Okay, den habe ich gut rübergezogen. Den habe ich gut rübergezogen. Alter, er ist viel leichter irgendwie gerade als zuvor. Ja. Viel einfacher. Ja, lol. Du hast einen Blooper gefangen. Normalerweise läuft das andersrum. Oho. 111,74 cm. Ein ganz großer, sauber gefangen. Lass mich in meinem Goldbeutel nach einer schönen Belohnung fischen. Was sagst du zu 60 Rubinen? Ein Blooper, was? Dafür gebe ich dir einen neuen Köder. Yay! Der schwere Köder, genau richtig für die Fische, die sich an den ganz tiefen Stellen herumtreiben. Das erste Mal, dass du einen in der Größe fängst. Damit gibst du diesem Anlass eine Zaubermuschel. Cool. Okay, ich möchte mal ganz kurz rausgehen. Leuchtet's immer noch? Nein, jetzt ist das Leuchten weg. Höchst interessant. Wir machen nochmal eine Runde. Ich kann ja einfach irgendeinen leichten Fisch oder so angeln. Das ist ja okay. Blooper ist auch gar keiner mehr hier. Mal gucken, wie leicht ich den großen Brocken hier fangen kann. Der läuft. Und da hatten wir so Probleme mit dem leichten Köder. Wieso gibt mir der nicht instant den krassen Köder, wenn er eh einen krassen Köder hat? Frage ich mich. Okay. Ja gut. Ja gut. Ich meine, wir haben eine weitere Zaubermuschel. Ich sag nicht nein. Wie sieht's eigentlich aus? 41, ey. Wir sind gut dabei. Richtig top hier. Richtig top. Okay, dann machen wir direkt weiter. Zaubermuscheln ohne Ende. Wir wappen uns ins Zoodorf. So, da ich immer noch am Vorproduzieren bin, keine Ahnung, was hier unten beim Walross los ist. Das dürftet ihr mir mittlerweile eigentlich schon 70 Mal oder so in die Kommentare geschrieben haben. Aber keine Sorge, ich werde noch drauf eingehen auf eure Kommentare, sofern ich nicht schon geantwortet habe auf eure Kommentare. Hier in diesem Haus hier ist eine neue Person aufgetaucht, sofern man das Person nennen kann, und zwar der Kollege hier. Und irgendetwas muss der Typ mit einer Zaubermuschel zu tun haben, weil sonst habe ich keine Ahnung, wo man hier eine Zaubermuschel bekommen soll in dem Gebäude. Deswegen, hey, siehst du mich etwa? Du musst eine Lupe haben. Ah, okay, für die Lupe. Ich will keinen Ärger machen. Ich will nur meine Ruhe haben. Hey, dankeschön. Eine Zaubermuschel gibt's von dem also. Das war's? Versprochen ist versprochen, klar. Ey, du sollst zur Höhle am Toronga-Strand gehen. Da hilft dir, die hilft dir dann, dort nach jemanden zu finden. Die Höhle am Toronga. Was ist der Toronga-Strand? Der hier. Von was für einer Höhle redet der? Ist das, die Rede von dem Boomerang?
Das könnte sein, dass ich auch den Typen nur mit der Lupe sehen kann. Wir gucken am Ende des Parts mal dort nach. Würde ich sagen. Aber vielleicht reagiert er ja auch auf den Boomerang. Wir gucken mal ganz kurz, wenn ich ihn nochmal anrede. Ich verrate dir etwas Wichtiges, wenn du versprichst, es für dich zu behalten. Geh zur Höhle am Toronga-Strand und nimm die Lupe mit. Die hilft dir dann, dort nach jemandem zu finden. Okay. Ja, gucken wir dann gleich nach. Denn hier in dem Gebäude war das, glaube ich. Oder war das der Maler? Das war, glaube ich, der Maler, ne? Natürlich war das der Maler. Falsches Gebäude. Wir müssen in das Gebäude hier rein. Denn wie gesagt, die gute Frau hier gibt uns fürs Abgeben des Briefes. Du hast meinen Brief am lieben Herrn Dr. Wright abgeliefert. Das bedeutet mir viel. Zum Dank gebe ich dir diese Muschel. Yay. Sehr schön. Ja, wir kommen gut vorwärts. Kann mich nicht beschweren. Dann können wir auch die Markierung entfernen. Dann sind wir eigentlich soweit durch. Ich würde mich jetzt einmal zum Muschelbazar werfen, um nachzugucken, ob wir da mittlerweile schon eine neue Belohnung bekommen können. Mal gucken. Aus dem Weg. Aber dürften wir eigentlich? Ich glaube, es gibt noch eine jetzt für 40 und dann die letzte eben für alle 50, wo wir gut dabei sind. Aber richtig gut. Sogar die dritte Belohnung haben wir noch gar nicht bekommen. Das ist nämlich... Oh, ein Kammerstein. Sehr schön. Und die vierte Belohnung? Könnte vielleicht auch... Hebe dein Schwert über den Kopf. Okay. Ich gewähre dir neue Kraft. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Der Schwertschuss. Du hast das Kokolin-Schwert erhalten. Vielleicht wäre es gut, deinen Namen draufzuschreiben. Damit kann ich jetzt wahrscheinlich, genau, so einen Laser abfeuern. Das ist wahrscheinlich auch stärker. Die Frage ist, kann ich den Laser nur abfeuern, wenn wir volle Herzen haben? Oder kann ich den mittlerweile immer abfeuern? Finden wir es raus? Nur wenn ich volle Herzen habe. Okay. Also mittlerweile lohnt es sich dann auch, die vollen Herzen zu behalten, wenn wir es hier haben. Das ist ja interessant. Sehr schön. Aber cool, auch der Schwertschuss ist in dem Spiel hier dabei. Das freut mich. So, hier kann ich mich rüberziehen mit dem Greifhaken. Tue ich mal ganz kurz hier rein. Waren wir da schon drin? Nein, waren wir nicht. Denn hier gibt es noch eine Zaubermuschel für uns. Oh yeah. Alter, es läuft. Es läuft. Richtig gut. 44, Alter. 6 nur noch. Nur noch 6. Da kann man ja auch so ein bisschen ablesen, wie weit man im Spiel ist. Eine kriegen wir ja von Boris. Wir sind so gut dabei, ne? Wir sind so unfassbar gut dabei. Aber ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das am Strand der Hinweis einfach für den Boomerang ist. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte den Greifhaken einsetzen. Falls das nicht der Boomerang ist, der damit gemeint ist, dann lasst es mich gerne wissen. Aber ich glaube, wie gesagt, dass damit der Boomerang gemeint ist. Gut. Dudley-dai. Da. So, warum bin ich jetzt hierher nochmal gegangen? Keine Ahnung. Ich habe irgendwie auch hier nochmal eine Muschel vermutet, tatsächlich. Aber da habe ich mich anscheinend getäuscht. Tja, so einfach kann es gehen. Ist hier echt keine?
Ich kann schwören, dass hier irgendwie noch eine ist, aber okay. Dann halt nicht. Vielleicht ins Wasser? Ja, nebenbei erwähnt, das Wasser sieht super aus. Dann würde ich auch gern instant reinspringen. So blau, wie das Wasser hier ist. Im Kokolind. Ich schwimme mal ganz kurz hier rüber. Weil ich ja den Bereich auch relativ sinnlos finde. Vielleicht hier abtauchen? Nee. Okay. Alles klar. Haben wir uns angesehen. Habe ich mir vorgemerkt. So. Frage, was kann ich jetzt machen? Hier konnten wir nicht weiter, da war Feuer im Weg. Das heißt, es muss der Dungeon da oben sein. Aber da fehlt mir der Schlüssel. Und da wüsste ich nicht, wie ich rankommen soll. Ja. Hä? Was genau ist mein Ziel gerade? Irgendwann wird es dann auch Zeit, dass wir hier ein bisschen mit Boris spielen. Das schiebe ich ja schon die ganze Zeit auf. Dabei ist das das coole neue Feature des Spiels. Ich habe halt so keine Lust da drauf. Naja. Ich möchte noch mal ganz kurz da hoch... Ah, guck, okay, dann bin ich eh richtig, wenn hier die Eule mir schon entgegenkommt und mir einen Tipp geben möchte. Du willst schwer, doch du bist fast am Ziel. Geh nach Osten, der Wind startet schon. Nach Osten? Okay, also doch die andere Richtung. Gut, können wir machen. Dann renne ich hier nochmal durch die Höhle durch, ich meine... Zum x-ten Mal mittlerweile. Die werden wir wahrscheinlich auch heute nicht das letzte Mal gesehen haben, diese Höhle. Leider. Aber hey. So oft, wie wir hier schon waren, ey. Es ist unfassbar. Na gut. Na gut, ich möchte ab nach oben. Denn hier in dieser Höhle... Warte mal, vielleicht mit Luigi. Luigi, hast du irgendwas für mich? Hey, Luigi. Heutzutage ist mit den Hühnern nichts mehr los. Früher flogen und flattern sie, es war eine Freude. Und jetzt kein Kampfgeist mehr, kacke, kacke. Kann ich da irgendwas tun? Kann ich dir helfen, Luigi? Ich meine, genau das wäre es, glaube ich, was ich brauchen würde. Ein scheiß Huhn. Hey, du! Soll ich die etwa jetzt hier so lange schlagen, bis... Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja das, was man in Zelda nicht machen darf. Hühner schlagen. Als ob ich das jetzt hier machen soll. Ja, wir machen's mal. Lass das! Wer meine Hühner ärgert, hat in meinem Stall nichts verloren. Ja, gut. Ich meine, wir wissen, wo der Schlüssel ist. Das Problem ist nur, wir kommen nicht ran. Und da wird mir der Boomerang wahrscheinlich auch nicht helfen. Ha!
Nee, tut er auch nicht. Unser Dungeon-Item, dass wir schwere Sachen hochheben können, ist auch nicht wirklich hilfreich. Weil hier ist der Dungeon-Schlüssel. Den brauchen wir auch. Aber ich komme da nicht hin. Eine Bombe wird es auch nicht sein. Vor allen Dingen würde ich die Bombe gern mit dem Pfeil verbinden. Ich glaube, das sollte gehen, aber ich kann es nicht. Warte mal, was ist, wenn ich... Das können wir ja mal probieren. Beide Zeit... Ah, okay, beide Knöpfe gleichzeitig und dann schieße ich einen Bombenpfeil. Gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Hilft mir nur leider hier gerade nicht weiter. Mit einem Huhn würde es funktionieren. Das ist eben genau der Grund, weshalb ich mir gerade irgendwie die Hühner wiederholen wollte bei Luigi. Weil mit einem Huhn könnte ich da perfekt rüberfliegen. Bestimmt. Aber Luigi will nicht. Und ich wüsste nicht, wie ich die Hühner wieder zum Fliegen bringe. Warte mal. Zwei Ideen, Leute. Entweder kann ich sie mit dem Lied, dem Krötenrap, glücklich machen. Na? Nein. Oder? Mir fehlt auch ein Lied. Oder es taucht vielleicht hier mit dem Krötenrap Boden auf? Das kann sein. Ich prüfe das jetzt einfach mal. Ich meine... Ich bin mittlerweile ratlos. Nee. Kann ich mich unter der Erde warpen? Ich hoffe. Nicht wie im Pokémon, bitte. Okay. Dann warp ich mich mal ganz schnell einfach zu irgendeinem Infohäuschen und guck mal nach, was mir Onkel Ulrira zu sagen hat. Denn ohne diesen Schlüssel komme ich nicht in den Dungeon rein. Und ich habe das Gefühl, mir fehlt ein Lied. Mal sehen. Hast du schon vom fliegenden Gockel in Möwendorf gehört? Es ist lange her. Früher konnten wir mit dem Gockel fliegen, wenn wir ihn in den Händen hielten. Nun liegt er jedoch unter dem Wetterhahn. Kannst du damit etwas anfangen? Ah, okay. Also wird der Wetterhahn doch noch wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass mir der ein Lied beibringt. Ja. Dann mache ich das noch ganz kurz. Den kann ich jetzt verschieben, weil ich das stärkere Kraftarmband habe. Und es ergibt alles seinen Sinn. Na dann, suchen wir den heiligen Gockel auf. Und jetzt? Krötenrap? Tatsächlich. Unglaublich, der Gockel lebt ja wieder. Wie nett scheint er auch zu sein. Okay. Na gut.
Höchst interessant, das Ganze. Die Lage spitzt sich zu. Wie es aussieht, geht's im nächsten Part ab in den nächsten Dungeon. Ich würde mich freuen, euch da wieder begrüßen zu dürfen, meine Damen und Herren. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wieder einschalten. Auf Wiedersehen. Sleepers wake, dreams will fade, although we cling fast. Was it real, what we saw, I believe. Lost in dreams, we sleep.